Grüß euch Leute, herzlich willkommen zurück bei Let's Play Resident Evil 7. Heute, werden wir hier weitergehen auf dem obersten Deck, das wir bis jetzt gesehen haben. Ich weiß nicht, ob ich mich heilen soll, vielleicht. Die Gewebeprobe von Evelyn haben wir auf jeden Fall dabei. Jetzt wissen wir auch, dass wir sie so durch unschädlich machen können, aber dafür müssen wir sie, glaube ich, erstmal einfangen. Gibt es hier irgendwo Munition, die ich übersehen habe? Ich glaube nicht. Scheibenkleister. Okay, jetzt wissen wir zumindest. Hä? Muni. Ha, flüssige Chemikalie braucht keine Sau. Munition brauche ich. Das Geräusch gefällt mir nämlich nicht. Erstmal hier schauen. Jemand hat die Inhalte mitgenommen. Was ist das hier? Inektoxen zerstört ein aller in die Esbiobas beseitigt wahrscheinlich Jekten in Insekten? Nein, in Injektieren? Nein. Was? Geben Sie Probe in den Behälter. Okay, wir brauchen irgendeine Probe und irgendeinen Behälter. Das ist wahrscheinlich hier der Behälter. Oh, hier ist der Raum. Interesting. Gibt's hier Munition? Gibt's hier irgendeine Möglichkeit, von den Molded aufzutauchen, vor allen Dingen? Ha! Dammit! Maschinengewehrmunition? Ja, wie wär's mit einem Dietrich? Ha, Dietrich? Ah, Schießpulver. Okay, Schießpulver ist cool. Schießpulver zusammen mit dem ist einmal Leben. Ach, nochmal, okay, finde ich gut. Chemikalien, ich weiß nicht, ob ich die jetzt fürs Heilen verbrauchen soll. Hier ist Kraut und hier ist wohl kaputt. Oh, das ist unser Laptop damals, dann machen wir ja mal den hier. Gut, das heißt, hier brauchen wir, okay. Und hier brauchen wir etwas Korrosives. Ja, korrosiv ist mein Hals. Ja, und hier... alles klar. Das heißt, da drin wird es wahrscheinlich sein. Und jetzt geht's erstmal hier entlang. Spooky. Bitte fall nicht runter. Oh, hier müssen wir auch erst mit irgendwas aufmachen. Ich hasse es, wenn ich irgendwo aufmachen muss. Mit ihrer Hilfe von irgendwelchem Equipment, was ich nicht unendlich habe, wahrscheinlich. Aber ich glaube nicht, dass ich mich entscheiden muss zwischen der Box und da unten. Ich glaube, da unten ist eher so story-relevant. Oh, hier geht's weiter. Aha. Wir werden hier überall noch hinkommen wahrscheinlich. Oh. Das schaut schon nicht gut aus. Okay, Geronimo! Hehe. Hehe. Oh, wir sind auf der Brücke, glaube ich. Ich glaube, wir sind auf Brücke. Was ist das? Vielleicht funktioniert er noch. Kamera wechseln. Okay. Aha. Aha. Ethan. Hoffentlich schaffe ich es noch. Okay. Unterstes Deck. Nicknamen! Hör auf, Evelyn! What the fuck? Verdammte Halluzination!
Ich bin mir nicht sicher, ob das Halluzinationen sind. Ich habe eher Angst, dass es keine Halluzinationen sind. Okay, hier müssen wir dann irgendwie raus wahrscheinlich. Aber wir sind, glaube ich, hier auf dem höchsten Punkt des Schiffes. Bitte lass es hier irgendwelchen guten Stuff geben. Schießpulver ist gut. Gar nichts ist schlecht. Bisschen rausgucken, okay. Was, die haben hier Scheibenwischer? Ernsthaft? Ja gut, okay, von mir aus. Ja, das ist... Tanker schauen noch ein bisschen anders aus, oder? Oder schauen Tanker wirklich so aus? Ich dachte immer, die schauen so ein bisschen anders aus. Also schon von der Größe her würden sie, glaube ich, stimmen, aber ich dachte nicht, dass da so Kuppeln sind. Okay, soll ich dorthin gehen oder vielleicht hat die irgendwas? Bitte nicht töten. Okay, danke. Ich gehe schon wieder. Hier irgendwas... schaut nicht so danach aus. Nö. Nee, die Telefone werden auch nicht gehen, schätze ich mal stark. Ah, da kommt was. Was ist das hier? Nix, natürlich. Wann kommt was? Okay, erstmal hier entlang. Bin ich mir nicht ganz so sicher, ob das gut ist. Mach auf. Ja, Kraut. Immerhin Kraut, okay, das lassen wir offen. Okay, hier geht's hier durch, alles klar. Das finde ich gut, das kann ruhig mal offen bleiben, rein theoretisch, auch wenn es nicht offen bleiben wird. Wahrscheinlich wird es dort links, entweder gibt es da einen Speicherraum, was ich hoffe, oder es geht weiter. Schauen wir mal. Captain's Cabin. Oh, das schaut gut aus. Ja, Kapitänskabine, das kann ich gerade noch so übersetzen. Bitte. Nein. Nein. Ich will das Ding da. Also das MG. Und da ist... Ah, das ist so eine Bombe, die wir in der Sequenz hatten. Kreuzschlüssel. Und was ist denn das? Also... Karte des Schiffs. Okay, Karte des Schiffs ist gut. Wo kann ich jetzt hier diesen Kreuzschlüssel? Kann man das bei den Metallschlössern, da im Steuerraum zum Beispiel, verwenden? Krankenstation, Duschraum. Okay, hier oben bei der Brücke... ja, wird es wahrscheinlich eine Treppe nach unten geben oder so. Sicherheit... Da war der Speicherraum. Okay, das ist das da. Okay, alright. Okay, hier ist... wahrscheinlich auf Dauer auch abgeschlossen. Kurien, Freizeitraum. Okay, also. Wo? Gepäckraum, okay. Alter, da unten ist ja noch richtig viel Stuff. Okay, das finde ich nicht so geil. Okay, das hier ist im Arsch. Hier in S2, da müssen wir wahrscheinlich hier so in den Maschinenraum, um Ethan da rauszuholen. Gefällt mir nicht, ich will hier rein. Vielleicht können wir. Nein, nein, nicht damit. Komm schon. Damit. Nein, scheiße. Okay. Hier können wir auch nicht aufmachen. Ich mag nicht rausgehen. Ich weiß, dass hier draußen irgendwas Böses auf mich lauern wird. Bitte. Bitte nicht. Ich weiß, dass... Bombe mit Fernzünder.
Sekunde, das lege ich mal nach unten. Weil unten mache ich selten irrtümlich. Aber muss ich jetzt hier die Bombe da verwenden? Probieren wir's. Boom. Fuck this shit. What the fuck ist das gerade gewesen? Wo? Ja, nice, jetzt wieder von hier, oder was? Alter, am Arsch. Ist nicht euer Ernst. Okay, dann, damn it. Gut, dann mache ich hier einen kleinen Cut und wir sehen uns gleich wieder, wenn ich an der Stelle bin, wo ich gerade war. Okay, da bin ich jetzt wieder an dieser Stelle. Ich habe mir gerade den Schlüssel und die Karte geholt. Und, das war so clever von mir, das zu machen. Ich glaube, ich habe hier noch nicht aufgeschaut, oder? Ja, Kraut. Wir haben Kraut und Pulver, aber wir haben sehr wenig... Wie immer in dem Spiel sind so wenig Chemikalien. Und dabei hatten wir Chemikalien en masse mit Ethan. Und jetzt natürlich mit ihr hier nicht. Das finde ich wirklich, wirklich beschissen. Okay, diesmal mache ich das nicht. Ich verpiss mich hier einfach wieder. Da kommt man dann zur Sicherheit. Vielleicht kommt man von der anderen Seite hin. Kann man vielleicht die hier irgendwie so mitschieben? Nö. Okay, dann nicht. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich in den Aufzug. Ich weiß nicht, ob ich sie dann wieder aufheben kann, deswegen setze ich die erstmal sparsam ein. Gut, da habe ich jetzt nicht aufgemacht, aber das ist wurscht. Gut, von mir aus mache ich dann auf. Damit wir wissen, dass da auch ein Weg ist. So, und jetzt hier schnell runter, weil ich habe das Gefühl, dass wir sonst sterben. Ja, das ist der einzige Weg, oder? Ja. Okay, können wir das hier auf... Ja, können wir. Finde ich gut. Da ist auch eine Leiter, das heißt, wir kommen dann wieder da runter, hoch, hoch, so. Okay, jetzt kommen wir da rein, in den Raum, wo alles angefangen hat, in dem Bereich. Oh, jetzt wird gespeichert, okay. Was? Okay. Fremdes Objekt, okay. Sicherung fehlt. Sekunde, erstmal hier so in die Ecke crouchen. Oh. Louis, das Kabel ist komplett durchgeschmort. Wir hatten zwar ein Ersatzkabel, aber damit mussten wir schon etwas auf der Krankenstation 3F reparieren. Du musst Dr. Weddle danach fragen. Die brauchen mich unten im Maschinenraum Nummer 2, aber ich kann nicht runtergehen, bevor wir das Teil nicht wieder in Gang bekommen. Dwayne. Krankenstation F3, okay. F3 ist ja hier, Krankenstation. Das heißt, ich muss dort lang. Das heißt, ich bin jetzt eigentlich einen Stockwerk zu tief. Dann gehen wir dorthin. Dann gar nicht weiter hier aufhalten, beziehungsweise ich glaube, bei dem Metallschloss, das heißt, wir müssen wahrscheinlich dieses korrosive Zeug erstmal irgendwo auftreiben. Hier sind keine Molded in der Zeit aufgetaucht. Doch, natürlich. Was? Schweine. Drop Chemikalien, ihr Penner. So. Was? Wir haben den Schlüssel nicht mehr. Am Arsch!
Ja, zuck du noch. Das ist richtig ekelhaft. Okay, das ist nicht so gut. Wir haben gleich keine Munition mehr. Shit, sage ich nur. Shit. Speichern erstmal. Erstmal kurz speichern gehen. Und dann weiter. Okay, Hundeköpfe bekommen. Ja, das ist schon so ewig her. Wobei, wir haben nur einen Speicherstand mehr. Hier das Serum herstellen. Bootshaus, Schiffswrack, Hof. Ja, komm, das hier. Das alte Haus war wirklich ein relativ kurzer Abschnitt, jetzt zurückwirkend betrachtet. Also, wirklich kurz. Ist ein bisschen übertrieben, aber da ist auch nichts mehr. Ich will mehr von dem fucking Pulver. Gut, dann können wir hier runterklettern? Nein, wir können uns nur runterdroppen. Das schaut schon... Oh, das ist, geht aber runter zu dem... Ja, ich weiß, wohin das geht. Das geht zu unserem ersten Speicherraum, da auch, wo der, das Ding ist. Aber wir wollen ja erst... Wir wollen ja auch hierher. Meins Überlebensmesser. Überlebensmesser ist gut. Genau. Wo lang jetzt? Erstmal da zum Gästezimmer. Oh shit. Kann ich mich vielleicht um den rumschleichen? Oh ja, hier ist ein Speicherraum. Das ist gut. Wir waren gerade speichern, aber... Oh, Ätzmittel. Ätzmittel ist gut. Okay, das lesen wir uns gleich durch. Pistolenmunition, nice. Und speichern. Was zuerst? Alles gleichzeitig. Wir haben gerade gespeichert, also überschreibe ich den, weil scheiß drauf. Gut, und dann... Ja, komm, ein bisschen schneller speichern. Das wäre nett. Hier Inventarkiste zum ersten Mal. Weiß nicht, ob wir irgendwas ablegen sollten. Ich glaube nicht. Ich glaube, wir sollten alles behalten. Okay, Abteilung für Spezialeinsätze. Leiter Alan Droney und Fürsorgerin Mia. Oh, das haben wir aber schon gelesen am Anfang, genau. Das haben wir schon gelesen, also. Gut, wo geht's jetzt lang? Gut, wir könnten uns hier nochmal alles anschauen. Das sollten wir vielleicht auch tun. Vielleicht gibt es hier Stuff. Und in den Freizeitraum sollten wir kommen. Dafür müssen wir einen Stock nach unten. Von 2F auf 1F. Hä? Wo ist das Vieh? Kann ja nicht weit sein. Oh, Bombe mit Fernzünder. Entriegelt. Entriegelt ist gut. Lass mal das erstmal so stehen und gehen jetzt. Schauen wir uns erstmal auf dem Teil hier um. Da drinnen hört es sich an, als wird die Party abgehen und ich mag die Party gerade nicht. Das schaut auch irgendwie ungut aus. Das, da geht's dann hoch in... Ja, hier Schacht. Ja, wir könnten aber durch den Schacht gehen, statt durch den... Wobei, wir sollten unten in den Freizeitraum.
Oh! Hallo! Du hast mir Angst gemacht, deswegen... Fuck you. Oh, Mikrowelle! Da ist was Gutes drin. Flüssige Chemikalie. Chemikalie und Mikrowelle ist zwar eigentlich nicht so eine gute Kombi, aber scheiß drauf. Wir bekommen dadurch viel Pistolenmunition. Hier. Noch mehr Schießpulver. Nice. 16 Jahre seit dem Albtraum von Raccoon City leiden. Oh, 16 Jahre nach... Seit dem... Was? 16 Jahre seit dem Albtraum von Raccoon City leiden die Überlebenden immer noch. Hä? Das ist kein Deutsch. Das ist dein Werk. Ganz kein Deutsch. So, schaut da hinten so aus, als... Ja, da könnte was versteckt sein, also. Müssen wir leider dorthin. Ah. Oh. Machen wir hier jetzt mit. Scheiß drauf. Ich krieg das schon hin. Hier kann ja, sollte ja nichts drin sein, außer Hetzmittel. Das ist gut, Bombe. Schrankschlüssel, Kapitänskabine. Oh, das ist gut. Hier ist nix und hier ist starke flüssige Chemikalie. Okay. Machen wir Heilung oder machen wir... Wir machen Munition. Verbesserte Pistolenmunition, genau. Also. Okay, das heißt, wir haben jetzt einmal Ätzmittel halt verschwendet, unter Anführungszeichen. Wie kommen wir jetzt am schnellsten zur Kajüte? Über den Steuerraum vielleicht, wobei ich weiß nicht, ob wir da durchkommen. Am besten ja eigentlich speichern, beziehungsweise, nee, einfach hoch in die Sicherheit. Hoch in die Sicherheit und dann, ja, genau so. Oder können wir hier vielleicht auch hoch? Ah, hier können wir auch hoch. Dann gehen wir vielleicht so hoch, weil da ist nicht so gruselig. Okay. Diese Geräusche, diese kleinen, hin und wieder kommenden Geräusche sind fast gruseliger als die Monster, die auf mich zulaufen. Weil ich dann halt nicht weiß, was abgeht. Ich speichere in dem Part ultra viel. Ich bin mir dessen bewusst. Das Serum herrscht in der Marsch. Brauchen wir alles nicht mehr. Alles unter 10 Stunden ist schon lange her. Also. Ich bin mal gespannt, wie lang das Spiel am Ende sein wird. 12 Stunden, 14 Stunden. Viel länger glaube ich mal nicht. Ich glaube schon, wir sind jetzt hier gegen Ende. So, und jetzt zum Kapitän. Die Geräusche gefallen mir nicht. Irgendwann steht da übrigens oben ein Molded. Oder richtig geil wäre es, wenn er hinter mir runterfallen würde und mich quasi nur jumpscared und dann ist er halt unten auf Dauer. Das wäre irgendwie cool. Aber auch halt ziemlich scary. Okay. Ich bin jetzt mit dem Schrankschlüssel bewaffnet. Das heißt, die werden mich... Okay, ist down. Am Arsch. Holy fuck. Lasst mich doch einfach zu dem fucking Maschinengewehr. Was habt ihr dagegen? Ihr seid doch nur irgendwelche Schleimmonster, könnt ihr nicht denken, oder steuert euch Evelyn. Okay, jetzt hier zumachen und jetzt...
Finde ich jetzt irgendwie nicht so gut. Ihr Penner. Das Maschinengewehr ist sau ungenau. Okay, wir sollten uns heilen. Gut, dann. Wo müssen wir jetzt überall hin? Wir müssen auf jeden Fall noch irgendwo Stuff finden. Ich würde sagen, wir gehen nochmal in den Stock hier, weil da haben wir Speisesaal, Pausenraum, Aufenthaltsraum, alles nicht gesehen. Wo sind wir jetzt gerade? Hallo, wo sind wir jetzt gerade? Achso, hier oben. Das heißt, runter durch den Aufzug. Und ganz runter. Und dann im Gästezimmer erstmal speichern und dann war es für den Part. So, hier runter. Ja, so. Gut. 3F. Nein, da will ich nicht hin. Ich will hier hin. Und hier jetzt eher oben, weil das da unten ist wirklich gruselig. Ich hätte mich vielleicht... Vielleicht ist das hier besser. Gegen die normalen Molded. Ja, 3 Schüsse damit. Anstatt wahrscheinlich mehr mit dem MG. Das MG ist, glaube ich, gut gegen die kleinen, schnellen. Aber gegen die großen, normalen ist, glaube ich, nicht so der Bringer. Oh. Oh, das finde ich gut, dass wir immer noch gut was an Platz haben. Gut, dann würde ich sagen, ja, überspeichern wir nochmal. Und wir sehen uns dann. Ja, die Folge, ich weiß nicht, wie lang der Cut war, den ich gemacht habe, als ich da neu geladen habe aus Dummheit. Ich weiß nicht, wie lang das jetzt war, aber auf jeden Fall, wir haben gut was gemacht, glaube ich, in dem Part. Und beim nächsten Mal geht es dann hier das Komplette und ich werde auch dann den ganzen Sicherheitsbereich erkunden. Sollten wir hier irgendwo noch eine Ätzflüssigkeit finden, geht es dann durch den Steuerraum auch durch. Hier oben war ja nichts mehr, das heißt, wir haben nur noch diese beiden Sachen. Gut, hier auch noch den Freizeitraum. Und dann müssen wir eigentlich ganz nach unten schon. Ja, aber das werden wir dann alles beim nächsten Mal sehen. Oder zumindest einen kleinen Teil davon. Und bis dahin sage ich, ah ja, falls es euch interessiert oder falls ihr wollt, und vor allen Dingen, falls ihr das Spiel schon mal gesehen habt, könnt ihr mir auch gerne mal schreiben. Das würde mich nämlich interessieren, wie weit ich denn so in etwa bin. Ich sage mal, Schätzung, ich bin so 5/6 so in dem Punkt, also so bei 80% des Spiels würde ich jetzt mal schätzen, vom Gefühl her. Könnt ihr ja gerne meine Schätzung bestätigen oder sagen, ja, wir sind noch nicht einmal halb durch, was für mich dann sehr unangenehm wäre, weil das Spiel ist gruselig und ja. Und bis zum nächsten Mal sage ich dann auf jeden Fall Tschüss, Leute.